Hallo meine lieben Widder und herzlich willkommen zur heutigen Single-Legung. Ja, wie der Titel verrät, ne, dieses Reading richtet sich an die Singles unter euch. Und ihr seht hier schon mal ein paar Karten auf dem Tisch. Ich habe mir eine kleine Legeform überlegt und du spürst in dich hinein, ob du dich in dieser Legung angesprochen fühlst oder nicht. Wenn du direkt merkst, nee, das ist nicht meine Energie und ich habe ganz andere Gedanken oder ich kann mich einfach nicht mit dieser Situation, mit dieser Legung hier identifizieren, dann mach das Video einfach aus, denn dann ist es für einen anderen wieder bestimmt. So, wir beginnen. Ich fragte hier an der Position, so geht es dir als Single und es fiel die Welt heraus. Und das sagt mir auf jeden Fall, du bist bereit für ein neues Kapitel. Du wünschst dir möglicherweise auch ein neues Kapitel. Du hast möglicherweise etwas gerade hinter dir gelassen oder viel hinter dir gelassen. Sie tritt für mich immer durch diese, ich nehme hier immer so ein Portal wahr. Sie tritt so durch dieses Tor, durch diese Tür durch und sagt, ich öffne mich für neue Dinge. Ich fragte dann hier an der Position, was du dir gerade nur selbst geben kannst. Und da fiel die Königin der Stäbe heraus. Die Königin der Stäbe ist deine Energie. Ich weiß nicht, ob es etwas mit Selbstbewusstsein oder Bestätigung zu tun hat. Ich nehme tatsächlich mit den Energien, die ich dir gleich schildere, eher wahr die positive Einstellung und möglicherweise auch eben so ein bisschen in die Feuerenergie zu kommen, zu sagen, ich nehme das jetzt in Angriff und ich gehe da unvorbelastet, unvoreingenommen dran. Ich gehe da mit einer positiven Einstellung dran. Ich mache das jetzt. Was du dir möglicherweise auch nur selbst geben kannst, ist, wie du dich gerade fühlst als Single, ob das ein gutes Gefühl ist oder ob du das Gefühl hast, dir fehlt was. Ich fragte hier an der Position, worauf du dich fokussierst. Und das fand ich sehr interessant. Das sind nämlich die sieben Schwerter. Müssen wir gleich abklären. Ich weiß noch nicht genau, worauf du dich fokussierst, aber mit dieser Königin der Stäbe in Verbindung könnte es sein, so eine übermäßige Vorsicht oder möglicherweise irgendetwas, was da in deiner Vergangenheit nicht so schön war. Denn ich fragte hier mit der Karte nach dem blinden Fleck. Also, welche Energie nimmst du nicht wahr? Und hier fiel der Mond. Und entweder liegt hier irgendwie noch eine Angst oder eine Unsicherheit oder Angst vor Nähe. Ne? Das Gefühl, also worauf fokussierst du dich? Kann auch so ein bisschen dieses Gefühl sein, ich lasse Leute nur so lang an mich ran, bis ich mich selber problemlos aus dem Staub machen könnte. Also irgendwie wir müssen das abklären. Wir müssen abklären, warum der Mond und die sieben Schwerter hier liegen. Aber da ist auf jeden Fall noch was, irgendwas im Argen. Das versuchen wir gleich herauszufinden. Hier an der Position fragte ich, was ist die Chance vom Universum für die Singles, für die Widder-Singles? Und es fielen die 10 Münzen. Dann habe ich gedacht, so, ah, das ist doch eine super Chance. Ne? Die 10 Münzen, gerade wenn man jetzt auf Beziehungen geht. Beständige Beziehungen, langfristige Beziehungen, Familienplanung, Patchwork Family, ne? Wundervolle Energie. Die 10 Münzen ist everything, ne? Ist meine Everything-Karte. Alles, was du dir wünschst, wäre möglich, wäre drin. An der Unterseite des Decks, das wollte ich euch nicht vorenthalten, die 4 Stäbe. Auch eine Karte die mir sagt, in einer Beziehung ankommen, ne? Ist irgendwie drin. Und dann schauen wir mal, meine Lieben. Schauen wir mal, was hier noch so rauskommen möchte. Wir legen als erstes mal eine Hauptenergie. Ja, wir legen als erstes mal eine Hauptenergie. Dann klären wir mal den Mond und die 7 Schwerter ab. Ordnung schaffen, meine Lieben. Und interessant, Ordnung schaffen ist 21, genauso wie die Welt. Vielleicht bist du zwar bereit von der Einstellung her für was Neues, bist bereit, dein Single-Leben aufzugeben, bist bereit, dich zu binden. Aber irgendwas schlummert da möglicherweise noch unterbewusst, was vielleicht gerade so ein bisschen die Hürde sein könnte. Ne? Ordnung schaffen. Ich nehme es ein bisschen mehr wahr in Bezug auf vergangene Dinge.
Chaos und Konflikt interessant. Ich hätte gerne eine Hauptenergie hier für meine Widder. Eine Hauptenergie hier für meine Widder. Die Ausgewogenheit und die glückliche Fügung. Das sind eigentlich sehr gute Karten. Die Ausgewogenheit ist Waage-Energie, die betont Beziehungen und Partnerschaften. Eine Waage ist der Herrscher vom siebten Haus. Die glückliche Fügung sagt mir, das ne, Jupiter-Energie, das Glück ist auf deiner Seite. Du hast die Chance, irgendwie in eine 10 Münzen zu kommen, aber vorher muss irgendwas ausgewogen sein. Und da, ne, da ist diese Disbalance zwischen der Königin der Stäbe und den sieben Schwertern ist definitiv eine Disbalance. So, dann versuchen wir jetzt mal herauszufinden, was das für eine Disbalance hier ist. Ich kläre als erstes mal diesen blinden Fleck ab, den Mond. Warum liegt der Mond hier als blinder Fleck bei meinen Widdern? Der Ritter der Schwerter und die zwei Stäbe. Interessant, das Ass der Stäbe an der Unterseite des Decks. Also die Liebenden, der Ritter der Schwerter und die zwei Stäbe. Ich hätte gerne eine Karte zur Königin der Stäbe noch. Das kannst du dir nur selbst geben. Die Königin der Kelche, interessant. Und eine Karte noch zu den sieben Schwertern. Der Turm. Eine Karte zum Turm und das Rad des Schicksals. Okay. Meine lieben Widder, ich weiß nicht, na, die sieben Schwerter sind ja dieses, worauf bist du gerade fokussiert? Ich weiß nicht, ob es noch eine Person in deinem Leben gibt, auf die du noch fokussiert bist. Im Sinne von, ne, muss nicht sein, dass du jetzt sagst, ich wünsche mir, mit dieser Person zusammen zu sein, aber die du zumindest so ein bisschen noch in deiner Energie hast, um Vergleiche zu ziehen. Ich sehe hier tatsächlich die zwei Stäbe, ne, sie drückt immer so diese Sehnsucht aus für mich, ne, sie sitzt hier an ihrem Fenster und schaut da raus. Ich sehe eine ganz tiefe Sehnsucht, gerade mit dem Mond. Nach einer Partnerschaft, nach einer ausgewogenen Partnerschaft. Ne? Möglicherweise ist die zwei Stäbe ist auch dieses, oder diese zwei Stäbe verkörpert für mich so eine Allein, ich fühle mich manchmal allein und ich hätte gerne jemanden an meiner Seite Energie. Aber auf der anderen Seite ist da irgendwie noch diese Running-Energie. Ne? Hier ist diese gleiche Person drauf, auf den sieben Schwertern, als wie auch auf dem Ritter der Schwerter, dass du so, also entweder bist du in dieser Energie, ja, ich wünsche mir eine Partnerschaft, aber diese richtig emotionale Nähe wieder zuzulassen und damit diese Gefahr einzugehen, dass ich wirklich ganz tief verletzt bin oder verletzt werden kann, keine Ahnung, sitzt mir da noch im Nacken, die habe ich noch nicht ganz abgestriffen. Es kann aber auch sein, dass du misstrauisch bist, dass du dir zwar eine Partnerschaft, also ich sehe wirklich deinen Wunsch nach Partnerschaft, aber es kann auch sein, dass ein großes Misstrauen hier irgendwie herrscht. Also der Durchbruch, den ich hier sehe, ne, Rat des Schicksals, die glückliche Fügung, ist, von dem abzulassen, auf das du dich fokussierst. Was kannst du dir nur alleine geben? Du kannst dir nur alleine
das Gefühl geben, dich wieder wirklich emotional auf jemanden einzulassen, in so einem positiven Mindset zu sein, deinem Herzen zu folgen, in Liebe loslassen, frei sein. Ich will noch eine Karte hier zur Königin der Kelche. Frei sein, unvoreingenommen sein. Ah, der Tod. Okay. Der Tod. Interessant, meine Lieben. Also, dir steht irgendwas im Weg. Ich weiß nicht genau, was dir im Weg steht. Ob es etwas mit einer bestimmten Person, beziehungsweise wir fragen jetzt mal, was steht dir im Weg? Was steht dir im Weg? Was steht dir im Weg? Der Wagen. Die Art und Weise, wie du dich auf, wie du dich durch, ich weiß nicht, auf jemanden zubewegst oder generell die Art und Weise, wie du an Dinge rangehst. Eine Karte noch zum Wagen. Was steht dir im Weg? Die zwei Münzen. Hier ist definitiv irgendeine Disbalance. Meine Lieben, an der Unterseite des Decks jetzt auch noch die 10 Kelche. Beim Wagen geht es manchmal so ein bisschen um Schwarz und Weiß. Eine Karte noch zu den zwei Münzen, weil hier ist definitiv eine Disbalance. In dem Moment, in dem das, was nicht in Balance ist, in dem Moment, wo das in Balance gerät, ne, passieren hier, der Turm ist Divine Intervention, greift das Universum ein, ne, glückliche Fügung, Rat des Schicksals und treibt dich in die Richtung, in die du hin willst. Der Stern, Heilungsenergie, okay. Hoffnungsenergie. Ich sehe Skepsis. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der so einen starken Wunsch eigentlich nach Partnerschaft hat, dass er manchen Dingen einen Versuch gegeben hat, die irgendwie zum Scheitern verurteilt waren. Oder ob du eben geprägt bist von irgendwelchen Dynamiken, ne, 7 Schwerter, Ritter der Schwerter, die nicht so schön waren. Hier muss irgendwie, es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen rumstopsel. Die Sache ist die, ich sehe hier tatsächlich ne, manchmal habe ich ja so ein Bild vor Augen, dann sehe ich eine Situation, dann kann ich euch das schildern. Ich sehe die Situation gerade nicht. Ich sehe, dass hier eine Veränderung bei dir stattfinden muss. Eine totale Veränderung. Möglicherweise eine Änderung der Perspektive, eine Änderung, ne, vielleicht musst du dich öffnen. Der Skorpion, der Tod, ne, Skorpion-Energie ist so dunkle Energie, Skepsis-Energie, pessimistische Energie, Ich muss total vorsichtig sein oder ich lasse mich auf Beziehungsdynamiken ein, von denen ich eigentlich weiß, dass sie, ne, dass sie nicht das sind, was ich mir wünsche, aber weil ich irgendwie so eine große Sehnsucht nach Beziehung habe oder weil ich mir das wirklich wünsche, jage ich trotzdem etwas hinterher, von dem ich eigentlich weiß, dass es hier mit den zwei Münzen nicht das ist, was ich mir wünsche. Ich weiß nicht, also ich habe super viele wieder Freunde in meinem Leben. Deswegen, ihr seid eigentlich keine Menschen, die super verträumt und super unrealistisch an Dinge rangehen. Aber irgendwie,
Warum ist dieser Ritter der Schwerter hier? Was jagt dich da noch? Unterbewusst. Okay, der Teufel und die fünf Kelche. Meine lieben Widder, ich habe das Gefühl, ihr habt tatsächlich eine sehr große Chance. Ne? Rate schicksalsglückliche Fügung, 10 Münzen. Irgendwie im Sommer, ne? Ich habe dieses Reading ja für den Sommer, Sommer gemacht, euch im Thema Beziehungen in eine positive Richtung weiterzuentwickeln. Diese positive Entwicklung beginnt bei dir. Ne? Beginnt bei dir, dich entweder von irgendeiner vorherigen Enttäuschung, von irgendeiner vorherigen Verletzung zu lösen, mit der du dich immer noch so ein bisschen durchs Leben bewegst. Ne? Hier so, definitiv Heilungsenergie, möglicherweise irgendetwas, was tief sitzt, kann mit dem Wagen auch irgendwelche Familienthemen sein. Aber ich habe das Gefühl, dein Fokus stimmt noch nicht. Und weil der Fokus noch nicht stimmt, ne, weil der Fokus sind die 7 Schwerter, weil der Fokus noch nicht stimmt, kommst du noch nicht so richtig da an, wo du ankommen willst. Hier ist irgendeine Disbalance. Und es hat irgendwas damit zu tun mit dem Teufel und den 5 Kelchen. Mit einer nicht verarbeiteten Verletzung, mit einer nicht verarbeiteten Enttäuschung, mit einer Frage, der du noch hinterherjagst, mit einem Gefühl, das dich noch umtreibt, möglicherweise in vorherigen Beziehungen passiert oder eben in der Familie passiert und ne, deutet sich so ein bisschen oder wirkt sich so ein bisschen auf deine Beziehungsdynamiken aus. Was du dir nur selbst geben kannst, ist die Veränderung, in welcher Energie du an Beziehungen herangehst. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment, wo diese Veränderung passiert ist, wo du mal ganz tief in dich gehst, weil der blinde Fleck ist definitiv was Tiefsitzendes, ne? Gerade mit dem Mond, dem Teufel, den 5 Kelchen, da ist irgendein Gefühl der Traurigkeit, der Enttäuschung, das irgendwie immer noch dein Antrieb ist. Und das hier wirklich geheilt werden möchte, was hier wirklich transformiert werden möchte, damit im Außen, ne, ich sehe deine Bereitschaft, absolut, dich zu binden. Und ich sehe auch, glaube ich, hier mit dem Stern deinen Wunsch, dich zu binden. Aber irgendetwas ganz tief in deiner Seele hindert dich noch, weil da noch Unausgewogenheit herrscht. Weil irgendwas noch nicht komplett verarbeitet ist. Und dieses, was da noch nicht komplett verarbeitet ist, ist das, worauf du dich fokussierst. Und das, worauf man sich fokussiert, ist am Ende des Tages das, was passiert. Also, vielleicht musst du dir mal über deine eigene Energie im Klaren werden und definitiv darauf, mit welcher Perspektive schaue ich denn auf diesen Wunsch. Ne? Von was lasse ich mich leiten? Von was lasse ich mich führen? Bin ich so, ja, einerseits wünsche ich mir Liebe, aber auf der anderen Seite pff, alles nur Idioten. Ne? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dein Fokus ist das, was dich hindert, dass sich das Rad des Schicksals für dich, ne, glückliche Fügung, auch hier zu den 10 Münzen bewegt. Kann sein, dass du immer noch auf eine bestimmte Person fokussiert bist, das weiß ich nicht. Aber dein Fokus ist, glaube ich, das, was dir im Weg steht, das zu erreichen, deinen Wünschen nach einer Partnerschaft näher zu kommen. Und deswegen möchte ich dir raten, dich ganz tiefgründig, ne, der Tod und der Mond, dich mal mit deiner Perception, was heißt Perception, mit deinen
Was heißt denn Perception auf Deutsch? Erwartung. Dich mit deiner eigenen Erwartungshaltung auseinanderzusetzen und zu fragen, bin ich in dieser Königin der Stäbe, Königin der Kelche Energie? Kann ich die Dinge fließen lassen? Gehe ich da positiv dran? Bin ich euphorisch? Ne? Schaffe ich es, mich selber zu motivieren? Oder kommen mir da immer wieder irgendwelche dunklen Gedanken in die Quere, die, ne, die irgendwie so meinen Wagen hier ein bisschen ausbremsen? Meine lieben Widder. Okay, liebe Widder, ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nun mal genauer eingehen möchte. Ich möchte definitiv den Mond, den Teufel, den Tod hier abklären. Irgendwas steht dir im Weg. Irgendetwas, was, glaube ich, etwas mit dir und deiner Seele oder mit Ängsten oder mit negativen Gedanken zu tun haben. Was möglicherweise auch aufgrund einer vergangenen Enttäuschung etwas damit zu tun hat, wie sehr du wirklich bereit bist, Königin der Kelche, jemanden wieder an dich ranzulassen. Das versuchen wir abzuklären, aber definitiv auch mit dem Rat des Schicksals, der glücklichen Fügung und die 10 Münzen. Ne? Wenn hier der Turm einschlägt in diesen, worauf bin ich fokussiert, was ist meine Erwartungshaltung, was ist meine eigene Energie, wie schaue ich aufs Außen. Ich habe das Gefühl, dass hier definitiv ein Durchbruch liegen könnte, der die Richtung für dich ändert. Und deswegen möchte ich definitiv auch noch hierzu nachfragen. Außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für die Widder unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Also, wenn du dich fragst, warum klappt das mit der Liebe nicht, liegt die Antwort tatsächlich nicht im Außen, sondern in dir. Warum klappt das mit der Liebe im Außen nicht? Weil es hier entweder eine unverarbeitete Verletzung gibt, weil es hier möglicherweise den Teufel und den Ritter der Schwerter, wenn das in Kombi fällt, nehme ich manchmal so ein bisschen Beuteschema-Energie wahr, weil du vielleicht ein bestimmtes Beuteschema hast, das dir zumindest aus der Erfahrung gezeigt hat, dass es nicht funktioniert, dass deine Seele, ne, der Mond, der Ritter der Schwerter, dass deine Seele noch irgendetwas hinterherjagt, was ihr bekannt vorkommt im Sinne von Ablehnung, Enttäuschung, I don't know. In dem Moment, in dem du ganz tief in dich gehst und möglicherweise auch wirklich endgültig irgendetwas von dir abstreifst, deine Energie, ne? Was kannst du dir gerade nur selber geben? Du kannst dir gerade nur selber geben, mit welcher Energie du da dran gehst. Gehst du da frei dran, wie die Königin der Kelche? Gehst du da losgelöst dran? Bist du wirklich bereit, echte Nähe wieder zuzulassen? Wirklich tiefe Gefühle, ne? Der Tod und die Königin der Kelche, der Tod ist, oder Skorpionenergie ist die tiefgründigste Energie überhaupt. Bist du bereit, wieder ganz tiefe Gefühle zuzulassen und damit natürlich jemandem die Macht zu geben, dass er dich verletzt? Oder kommt bei diesem Gedanken sofort irgendwie diese Angst hoch, die dich zum Ritter der Schwerter macht, die dich so antriggert, der Ritter der Schwerter ist eine Trigger-Energie, die dich so antriggert, dass du merkst, in mir will irgendwas davonrennen. Irgendwas in mir schreit bei dem Gedanken, oh mein Gott, echte Nähe, echte Gefühle, tief, ne, das könnte am Ende des Tages wieder tierisch wehtun. Wenn du das für dich mit Ja beantworten kannst, dann ist das jetzt hier, diese ganz, ganz tief eintauchen, ne? Time for a deep dive, habe ich gerade gehört. Ganz tief eintauchen und dich mit dem auseinandersetzen, was, ne, was dein Blut hier in Wallung bringt, dich in einer zwischenmenschlichen Beziehung wieder so angreifbar zu machen. Denn in dem Moment, in dem sich dein Fokus ändert, ändert sich, glaube ich, auch die Dynamik in deinem Liebesleben. Okay, gut, meine Lieben. So lasse ich das hier stehen. Ich hoffe, ich konnte euch einen Impuls geben, der euch weiterhilft.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!